ist voll ein Opfer-Noob. Keine Mühe für Videos geben, nach Licks schnurren und keine bekommen. So schlecht. Deine Scheiße juckt kein Mistkind. Los, alle deabonnieren, weil der hat null Abos verdient. Kommt besser zu mir. Ich mach bald viel coolere Videos. Und nicht so ein Dreck wie dieser möchtegern YouTuber. Hashtag Lizard ist scheiße. Meine Karriere ist versaut, dachte ich mache die Knete mit Sound. Doch jetzt werden mir Barrieren gebaut, verdammt, dabei waren mir Pläne vertraut. Mal wie seh ich jetzt aus? Werde alle meine Subs verlieren. Jemand hat meine Pläne durchschaut, doch ich versuche es nicht zu akzeptieren. Was soll ich denn jetzt sagen? Hoffentlich stellt keiner Fragen. Weiß nicht wohin, leide im Wind, kann nachts nicht mehr schlafen. Was ist mit meinem Namen? Es wimmern die Witze, kann ihn jetzt nicht mehr tragen. Und damit ist Lizard auch endgültig Geschichte. Ich bin auch nur ein Mensch, will nur ein paar Licks bekommen. Ja, ich weiß schon, es gibt nichts umsonst. Auch wenn der Preis dafür wirklich so hoch ist, frag ich dich, warum ich so ein Idiot ist. Empfiehlt sich selbst und glaubt mir die Klicks. Aber bitte nicht alle, so viele braucht er doch nicht. Lass mir doch zumindest einen da, mit dem ich meine Videos teilen darf. Warum tut man mir das an und sagt, dass ich ein Noob bin? Man muss doch nicht immer gleich alles auf den Punkt bringen. Schreib mir einfach in die Kommentare, dass ich mir keine Mühe geben würde. Und alle glauben diesen Unsinn. Mein Kopf ist wie ein Stummfilm. Zum Glück hat er nicht geschrieben, ich solle mich umbringen. Oder noch viel Schlimmeres. Wie zum Beispiel, dass ich dumm bin. Yo, hallo Leute, was geht, Lizard? Ist nochmal ganz kurz back am Start. Und zwar, wer es nicht gecheckt hat, der Song ist komplett Ironie, von vorne bis hinten. Ich reagiere normalerweise gar nicht auf solche Kommentare, aber wenn ich drauf reagiere, dann halt so. Ich mache mich drüber lustig, mache irgendwas Schönes daraus oder weiß was ich was. Also von sowas lasse ich mich nicht irgendwie ärgern oder so, keine Ahnung. Vor allem bei so einem Kommentar ist das Ärgern wirklich, also wer sich bei so einem Kommentar darüber aufregt, der hat nichts auf YouTube zu suchen. Zum einen gibt es immer Hater-Kommentare, da kommt man gar nicht drum rum. Und, warte, ich mach das einmal ganz kurz auf. Er hat geschrieben, also zum einen, er hat Rechtschreibfehler ohne Ende. Grüße gehen raus an Deutschlehrer hoch 10. Warum schreibt man, kommt besser zu mir? Ich mach bald viel coolere Videos. Digga, ich bin auf deinen Kanal gegangen, hab deine Kanalbeschreibung zufällig gesehen und du hast nicht mal ein Mikrofon. Mach doch erstmal Videos und mach dann Werbung für dich. Also das rechtfertigt trotzdem noch nicht, dass man Werbung unter anderen Videos macht. Das ist allgemein scheiße fürs eigene Bild. Also nicht für mich. Mich juckt das nicht. Kannst du gerne machen. Mach ruhig. Aber für dich ist das doch scheiße. Dann kommen doch Leute und sagen, Digga, bau dir doch selber was auf, was schnorst du denn bei anderen? Einfach nur ein kleiner Tipp. Ja, also, ich bin nicht like-geil. Das ist keine Rechtfertigung. Keine Rechtfertigung, wie gesagt, sowas juckt mich eigentlich nicht, aber ich möchte das einmal ganz kurz sagen. Dankeschön. Ich bin nicht like-geil. Ich schnor nicht nach Likes. Ich sage, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen dicken Daumen nach oben freuen. Wenn es euch gefällt, würde ich mich über einen dicken Daumen nach oben freuen. Und das Einzige, was leicht nach einer Aufforderung klingt, ist, lass ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Das ist aber nicht als Aufforderung gemeint, sondern einfach nur, lass doch ruhig ein Abo da. Ja, warum denn nicht? Und ich verstehe einfach nicht, wie Leute, also ich weiß gar nicht, wie alt der ist. Mag der vielleicht 12 sein? Wenn der volljährig ist, dann frage ich mich, ob der je die Schule besucht hat. Weil, Digga. Also ich kann noch mal kurz sagen, ich reagiere auf sowas eigentlich grundsätzlich nicht, weil das juckt mich nicht. Zum einen, ich spiele COD, ich bin Beleidigung gewohnt. Und es gibt sicherlich noch ein, zwei Leute unter den Abonnenten, die ich habe,
Oder vielleicht die ich nicht mehr habe, weil er hat mir alle geklaut. Nein. Es gibt sicherlich noch ein, zwei Leute unter meinen Abonnenten, die das nicht wissen. Bevor Lizard existierte, habe ich nur Musik gemacht unter dem Namen Bonusstunde Musik. Und also der Kanal läuft heute immer noch, beziehungsweise ist heute noch da. Da mache ich aber momentan keine Musik. Eher auf dem Kanal von meinem Kollegen. Aber naja, könnt ihr mal vorbeigucken. Hau ich einfach mal in die Videobeschreibung. Und ich mache zum einen emotionale Musik und aggressive, sprich Battle-Rap. Und da fick ich die Leute auch. Ich versuche die Leute richtig auseinanderzunehmen. Und natürlich kann ich dann auch Echos vertragen. Das ist lächerlich sowas. Also Hater gibt es überall, egal bei was. Aber komm. Wenn du Eigenwerbung machen möchtest, schreib das einfach gerne ganz vernünftig da rein. Aber sowas, da machst du dich nur selber lächerlich mit. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Lasst auf jeden Fall ein Abo da. Sofort lasst ein Abo da. Das ist eine Aufforderung jetzt. Nein, komm. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall über einen dicken Daumen nach oben freuen. Lasst ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Lizard raus. Wir sind anders, ey, wir ficken auf Unjust. Beim Battle geben uns der Sushis aus Bank. Ganz langsam übernehmen wir alles und jeden. Wenn wir kommen, merkst du es am Beben. Note, du frisst gleich Schrot. Denn du Fotze wirst durch die Anzahl deiner Dislikes groß.